Also ich studiere digitale Medien und bin erste Vizepräsidentin des Studierendenparlaments der Hochschule Fulda. Und nebenbei engagiere ich mich noch im Café Chaos. Dann habe ich noch so Projekte gerade am Laufen wie MEDS, zum Beispiel, das heißt Meetings of European Design Students. Und das findet einmal im Jahr statt und da bin ich auch in der Organisation engagiert. Also ich studiere Elektrotechnik und Informationstechnik hier an der Hochschule. Und neben dem Studium engagiere ich mich ja, zu Hause. Also ich bin, wir haben daheim unseren eigenen Betrieb und da bin ich immer sehr angespannt, eingespannt mit den Arbeiten, die dort anfallen. Ich studiere Physiotherapie im fünften Semester am Fachbereich Pflege und Gesundheit. Wir haben eigentlich einen ziemlich vollen Stundenplan. Ich bin aber nebenbei in hochschulpolitisch tätig. Also ich bin Vorstand vom FSR am Fachbereich PG, bin dort auch im Fachbereichsrat. Und andererseits bin ich auch im Mentoring für die Erstis drin und im Tutoriumprogramm für die unteren Semester. Weil ich wichtig finde, dass man für die Ausbildung, für die Weiterbildung, für den Nachwuchs unbedingt was tun muss als Unternehmen oder als Verantwortlicher in einem Unternehmen. Und ja, ich bin angesprochen worden und habe gesagt, genau das ist das, was ich eigentlich schon immer mal angehen wollte. Jetzt ist die Gelegenheit, dann machst du es auch. Ja, also und wir sind ja Zeitsprung IT-Forum Fulda e.V., ein gemeinnütziger Verein seit 1998, der inzwischen 130 Mitglieder hat, darunter eben viele IT-Unternehmen der Region, viele größere Unternehmen mit großen IT-Abteilungen, aber auch viele IT-Leiter, IT-Mitarbeiter und IT-Interessierte. Und als das an uns herangetragen worden ist, dass es die Möglichkeit eben gibt, dieses Deutschlandstipendium zu unterstützen, haben wir unsere Mitglieder befragt in der Mitgliederversammlung und die waren sofort alle dafür. Und somit unterstützen wir das jetzt schon zum dritten Mal sehr gerne. Also zum einen, wir haben unsere Stipendiatin in unsere Firma eingeladen. Wir haben sie rundgeführt, vorgestellt. Wir sind in 70 Ländern aktiv, haben in 22 Ländern internationale Vertriebspartner. Und können so mal hautnah vermitteln, wie es in der Praxis läuft. Also sehr gute Erfahrung mit den Stipendiaten. Also die sind auch engagiert, kommen auch mal zu Vereinsveranstaltungen und liegt natürlich auch an uns, wie wir sie einbinden. Aber wir können sie auch teilweise mit Dingen unterstützen und da ist schon ein ganz netter, guter Kontakt da und das ist auch schön. Also ich lasse mir noch die Option offen, ob ich eventuell die Bachelorarbeit im Ausland schreibe. Kommt halt drauf an, es ist in einem Jahr. Was sich bis dahin ergibt, ist noch offen. Vielleicht einmal ein paar Tage ins Ausland. Ja, ich studiere Elektrotechnik und Informationstechnik. Gerade bei Informationstechnik ist das oftmals der Fall. Man geht theoretische Projekte im Hörsaal so durch, macht die Übungen, Praktikas, man kommt aber nicht so richtig dazu, das mal auch praktisch anzuwenden. Und gerade wenn man dann mal ein bisschen Geld hat, um sich irgendwie einen Minicomputer zu kaufen oder so, was jetzt mein Kollege schon angesprochen hatte mit den Embedded Systems und sowas, dass man da mal ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommt und kann sich das leisten und kann auch mal ein theoretisches Projekt mal praktisch umsetzen. Das ist natürlich klasse, dass das funktioniert. Ja, dann müssten wir es ins Leben rufen, auf jeden Fall, weil uns würde ein Stück Internationalität fehlen. Würden uns diese wunderbaren, also uns würden diese wunderbaren Begegnungen hier an der Hochschule fehlen. Müsste man es erfinden. Dann müsste man es erfinden. Wenn das Deutschlandstipendium nicht existieren würde, ja, dann glaube ich, wäre es
trotzdem so, dass sich Unternehmen der Region engagieren würden, um Dinge an der Hochschule vorwärts zu bringen, um persönliche Förderungen oder auch bereichsbezogene Förderungen zu gewährleisten. Aber mit dem Deutschlandstipendium gibt es eben auch die Möglichkeit, den ganz persönlichen Bezug herzustellen.